Einen schönen guten Abend, Frau Branner. Was bedeutet Ihnen denn ganz allgemein die Familie? Ich würde sagen, für mich, das weiß, glaube ich, auch jeder, der mich kennt, gibt es nichts Wichtigeres. Ich habe eine extrem enge Verbindung zu meinen Söhnen, zu meinem Mann. Und es hat mich sehr umgeworfen, dass vor anderthalb Jahren leider meine Mutter, die meine beste Freundin war, meine Ratgeberin, meine Kritikerin, mein Ein und Alles, dass sie verstorben ist. Aber ansonsten haben wir innerhalb unserer kleinen Familie ein sehr, sehr enges Verhältnis. Was ist das Wichtigste, was Ihnen Ihr Vater mit auf den Arbeitsweg gegeben hat? Sagen wir mal so, er wollte, dass ich es so mache wie er und ich würde sagen, ich mache es genau anders und das hilft mir heute als Frau auf dem Markt besser zu bestehen, als das, glaube ich, der Fall gewesen wäre, wenn ich den Weg so eingeschritten hätte oder so gegangen wäre, wie er ihn gegangen ist. Und Ihre Mutter, die Sie schon immer als Vorbild genommen haben, was hat sie Ihnen denn mit auf Ihren persönlichen Lebensweg gegeben? Na, auf jeden Fall durchhalten, egal wie viele Tiefschläge kommen, immer durchhalten und die Stärke habe ich echt mitbekommen, die habe ich von beiden mitbekommen. Mein Vater sagt auch immer, durchhalten und loyal und gerecht bleiben und sich auf keinen Fall, egal wie sehr man mit dem Rücken zur Wand steht, nicht auf irgendwelche, auf bayerisch sagt man, hinterfotzigen Wege bewegen, sondern wirklich immer geradeaus gehen, auch wenn es weh tut. Das stimmt. Ich danke Ihnen für das tolle Interview und wünsche Ihnen noch eine angenehme Zeit. Dankeschön, ebenso. Danke, danke.